sind die Roboter. Er war der zweite von links, Teil des klassischen Line-ups von Kraftwerk, der wohl einflussreichsten deutschen Band, den Pionieren des Elektropop. Heutzutage denken ja alle, Kraftwerk wäre so eine Art synthetische Musik aus dem Computer. Aber das war es gar nicht. Die Musik entstand zwischen uns Menschen. Das war eine absolut menschliche Musik. Und deshalb glaube ich, das ist der Grund, warum sie heute noch funktioniert. Trans-Europa-Express. Viele der Elektropop-Klassiker hat er mitkomponiert, zusammen mit Ralf Hütter und Florian Schneider sowie Schlagzeuger Wolfgang Flür. In seiner Autobiografie blickt Karl Bartos auf seine 16 Jahre als Kraftwerk-Mitglied und die Anfänge seiner Liebe zur Musik, an der auch seine Schwester Marietta ihren Anteil hatte. Mein zukünftiger Schwager ist Engländer gewesen, Lance Corporal Peter Hornshaw. Und er legte die erste Beatles-Platte auf unserem Philips-Plattenspieler mit eingebauten Lautsprecher. Und das war Hard Day's Night von den Beatles. Der erste Gitarrenakkord des Songs infiziert den jungen Karl im Düsseldorf-Bilk der 60er. Die Musik sprach zu mir, sie erweckte in mir Gefühle. Und das war das Entscheidende. Und in dem Augenblick hörte ich Klang anders als vorher. Am Robert-Schumann-Konservatorium in Düsseldorf macht er eine Ausbildung als Orchestermusiker und spielt Schlagzeug in verschiedenen Bands, Beat, Swing, Unterhaltungsmusik. Als die Kraftwerkgründer einen Schlagzeuger suchen, wird Karl Bartos empfohlen. Das legendäre Klingklangstudio wird zu seinem neuen Arbeitsplatz. Einblicke geben die scheuen Klangtüftler aber nur selten. Ja, wir können nicht so gut reden, deshalb machen wir Musik. Ich habe das Klingklangstudio wahrgenommen als eine Art geschützten Raum. Also es war schon hermetisch. Von der Außenwelt abgeschlossen. Dabei entsteht gerade in Düsseldorf Ende der 70er im Umfeld der Kunstakademie eine lebendige Kulturszene. Und im nahen Ratinger Hof ist Punkrock angesagt. Da wirkte die Musik und das Auftreten von Kraftwerk für viele wie eine Provokation. Wir waren auch nicht gut gelitten damals in Düsseldorf. Ich glaube, ich hatte immer so eine Sonderrolle. Ich lief auch viel im Ratinger Hof rum und da waren auch schon diverse Gewaltdrohungen. Die kühle Ästhetik und ihr musikalisches Konzept sind besonders im Ausland erfolgreich. Das Entscheidende von Kraftwerk war eben, glaube ich, all diese musikalischen Entwicklungen seit der Romantik zu verknüpfen. Und das war eben das Gute, dass wir die Musik synthetisierten. Dabei entstand die Musik in Jam-Sessions, beim intuitiven Austausch von Ideen. Wir unterhielten uns jetzt verbal und auch musikalisch. Wir sahen uns an und daraus entwickelte sich der Klang unserer Musik. Doch nach 5 gemeinsamen Alben läuft es nicht mehr rund, sowohl zwischenmenschlich als auch beruflich. Die digitale Revolution verändert auch die Arbeitsweise der Mensch-Maschinen. Unser Verhalten veränderte sich dahingehend, dass wir uns nicht mehr in die Augen schauten und interaktiv musizierten, sondern wir schauten auf den Monitor der Computer. Ab den 90ern geht Karl Bartos eigene Wege, wird Gastprofessor an der Berliner Universität der Künste und produziert die Musik, auf die Kraftwerk-Fans schon seit Jahrzehnten vergeblich warten. Sein Buch beschreibt einen wichtigen Teil deutscher Musikgeschichte, auf die der 65-Jährige mit Liebe zum Detail und einem Augenzwinkern zurückschaut.